Jetzt können wir dieses Jahr wegen Corona schon zum zweiten Mal kein Musical hier machen. Ja, das ist echt doof. Wirklich schade. Hat der Udo nicht schon für letztes Jahr was rausgesucht? Guck mal, da drüben am Flügel liegt was. Distelkinder. Das sieht aber spannend aus. Und lustig. Schade, dass wir das jetzt wegen Corona nicht machen können. Können wir doch. Wie? Als Film. Als Film. Als Film! Distelkinder. Johann Hinrich Wicher, Amanda Böhme und die Straßenkinder von Hamburg. Ein Musical von Henrike Thies-Gebauer. Von und mit der Kinderkanzerei St. Georg Nördlingen. Er hat kein Licht, er
Frisches Wasser, wer braucht frisches Wasser? Wasser, ganz frisch aus der Alster. Alsterwasser. Habt ihr noch was? Ein bisschen ist noch da. Hilfe! Ein Dieb! Mein Geld! Der war aber schnell. War das nicht Carla aus der Bäckergasse? Ja, ich habe ihn auch erkannt. Der gehört ins Gefängnis. Zwei seiner Brüder sitzen auch schon im Zuchthaus. Der Vater ist krank und eine Mutter gibt es nicht. Aber 6 hungrige Geschwister. Trotzdem ist es gemein, andere Leute zu bestehlen. Die Frau Müller hat doch selbst nur so wenig. Ich habe nicht mal mehr Geld für das Wasser. Ach, nehmen Sie es so mit. Danke. Jetzt habe ich zwar Wasser, aber keine Kartoffeln. Dann müssen wir wohl die Kartoffelschalen von gestern noch mal auskochen. Die Eimer sind bald leer. Dann gehen wir gleich wieder runter an den Fluss. Ich kann das nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Nochmal die Eimer voll machen, dann runter in die Stadt. Die Eimer sind so schwer, wenn sie voll sind. Dann setzen wir uns erstmal hier hin. Vielleicht finden wir ja was zum Sitzen in dem Gerümpel da. Guck mal, das sieht noch ganz brauchbar aus. Und da ist noch einer. Müssen wir wirklich noch mal an die Alster? Ja, wir haben heute erst 3 Schillinge verdient. Bist du sicher? Hast du auch richtig gezählt? Gib mal her. Amanda, das war jetzt ein schöner, langer Spaziergang. Aber ich glaube, jetzt haben wir es verlaufen. Nein, Katharine, ich weiß, wo wir sind. Wenn wir jetzt geradeaus gehen, kommen wir direkt zum Stadttor. Und dann ist es nicht mehr weit. Ach, sag mal, Amanda, hast du eigentlich schon mal ans Heiraten gedacht? Du bist doch jetzt 22. Und wohnst immer noch bei deinen Eltern. Ach, ich habe halt noch nicht den richtigen gefunden. Ach, Amanda, müssen wir wirklich hier lang? Diese Gegend hier ist so dreckig. Ja, Katharine, das ist der kürzeste Weg nach Hause. So schlimm ist es doch gar nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Vorsicht, Mädchen, komm von der Hauswand weg. Aber warum denn, verehrte Dame? Ja, habt ihr denn das Schild nicht gelesen? Da steht ganz groß, Achtung, baufällig. Die Mauer ist hier richtig baufällig. Da können ja jederzeit Ziegel runterkommen. Deshalb steht auf dem Schild ja sogar Lebensgefahr. Sag mal, könnt ihr denn nicht lesen? Nein, verehrte Dame. Geht ihr denn nicht zur Schule?
Nein, das können wir uns nicht leisten. Wir haben auch gar keine Zeit für die Schule. Ich komm, Amanda, wir gehen. Warte, wie heißt ihr denn? Ich bin Lotte, eigentlich sogar Charlotte. Und ich heiße Marie. Und warum könnt ihr nicht zur Schule gehen? Wir müssen Geld verdienen. Ich habe 5 kleine Geschwister und mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und mit deiner Mutter? Meine Mutter arbeitet den ganzen Tag als Wäscherin. Aber das Geld reicht nicht hin und nicht her. Wenn wir die Miete bezahlt haben, bleibt kaum noch etwas übrig. Man sieht es ja auch an ihren zerrissenen Kleidern, dass diese Kinder aus einem schlechten Hause sind. Komm, Amanda, lass uns gehen. Und du, was ist mit deiner Familie? Lotte hat keine Familie. Habe ich wohl. Ich komme eigentlich sogar aus einer sehr guten, reichen Familie. Ach, und wo ist die jetzt? Die haben mich verloren, irgendwann. Du hast sie doch nie gesehen. Du kannst dich an gar nichts erinnern. Weil ich noch zu klein war, als sie mich verloren haben. Aber bestimmt werden sie mich bald finden. Und dann gehe ich auf eine Schule und lerne lesen. Du hast immer Träume im Kopf. Lotte wohnt bei Frau Gerhard. Sie nimmt Waisenkinder bei sich auf und bekommt dafür 1 Mark pro Woche. Aber das Geld bekommen nicht die Kinder, sondern der Wirt in der Kneipe nebenan. Lotte, du träumst! Hin und her geschickt, niemals ganz zu Haus, nie genug zu essen, doch das halte ich aus. Ich werde oft geschlagen, ich weiß nicht mal wofür. Und ihr verkauft Wasser? Ja, wir holen es in Eimern aus der Alster. Viele Leute haben keine Zeit, selbst zum Fluss zu gehen und sind froh, wenn sie es für ein paar Pfennige bei uns kaufen können. Kann man denn damit viel Geld verdienen? Viel nicht, aber es reicht für 1 oder 2 Äpfel. Manchmal auch für ein paar Kartoffeln. Hier, nehmt das. Ich brauche zwar kein Wasser, aber ihr könnt doch sicher doch trotzdem etwas Geld gebrauchen. Kauft euch etwas zum Essen. Oh, vielen Dank, verehrte Dame. Danke.
furchtbar, dieses Gesindel. Wie kannst du denen auch noch Geld geben? Bald betteln die an allen Straßenecken. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns gemeinsam singen, Herz und Herz vereint zusammen. An der Liebe Gottes freuen und unter seinem Segen nach Hause gehen. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ein junger Mann in der zweiten Reihe möchte noch etwas sagen. Mein Name ist Johann Hinrich Wichern. Liebe Herr Pastor, liebe Gemeinde. Wir haben heute viel von der Liebe Gottes gehört. Es reicht aber nicht, nur davon zu hören. Wir sollen sie auch weitergeben. Also ich. Lieber junger Herr Wichern, ich werde jetzt nach Hause gehen und die Liebe an meine Familie weitergeben. Denn dort wartet schon ein leckerer Sonntagsbraten auf mich. Halt! In dieser Stadt gibt es viele, die keinen Sonntagsbraten haben. Jesus hat gesagt, wir sollen uns um die Armen kümmern. Wir? Das können wir schon tun. Vor den Toren dieser Stadt gibt es sehr viele Menschen und Kinder, denen es wirklich schlecht geht. Ach, Sie meinen das Gesindel da draußen in der Vorstadt. Da bringen mich keine 10 Pferde hin. Sie sind doch selbst schuld an ihrem Elend. In den Armenvierteln leben viele Kinder, die keine Chance haben, ein anderes Leben zu führen. Sie müssen arbeiten und betteln gehen, um zu überleben. Und klauen tun sie auch. Diese Kinder sind doch wie Disteln, die man nicht anfassen mag. Da lobe ich mir doch meine eigene Tochter. Ja, es sind Distelkinder. Aber wenn diese Kinder zur Schule gehen könnten, dann würden sie auch etwas lernen. Und wenn wir ihnen von Jesus und von Gottes Liebe erzählen würden, dann könnten sie zu Lilienkindern werden. Ach, das bringt doch alles nichts. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe gar keine Zeit. Nein, bleiben Sie noch. Seit kurzem bin ich Lehrer an der Sonntagsschule. Sie ist kostenlos und findet sonntags statt, damit auch die Kinder kommen können, die arbeiten müssen. Und jetzt wollen Sie hier Geld einsammeln? Um sowas muss sich doch die Stadt kümmern. Geld könnten wir natürlich sehr gut gebrauchen. Aber wir benötigen auch mehr Lehrer. Vor allem brauchen wir Lehrerinnen für die Mädchen. Warten Sie. Hallo, mein Name ist Amanda Böhme. Ich würde Ihnen gerne helfen. Ich möchte gerne als Lehrerin in der Sonntagsschule arbeiten. Frau Böhme, schön, Sie kennenzulernen. Ich freue mich. Könnten Sie vielleicht schon heute Nachmittag anfangen? Aber sicher. Ach, Amanda, willst du das wirklich machen? Viele dieser Kinder sind doch kriminell. Aber vielleicht kann ich ihnen helfen.
Was diese Kinder brauchen, ist eine strenge Erziehung. Die meisten von denen gehören ins Gefängnis. Nein, eine Strafanstalt kann da nicht helfen. Was wir brauchen, ist ein Rettungshaus. Ein Rettungshaus? Ja, das klingt gut. Ja, ich werde heute noch mit der Planung für ein Rettungshaus beginnen. Das ist eine tolle Idee. Da machen wir mit, Katharina, nicht wahr? Also, ich weiß nicht. Ich sehe da ein paar Probleme. Welche denn? So ein Haus kostet doch viel Geld. Und wir haben auch alle nur gerade genug, um über die Runden zu kommen. Ja, das stimmt auch wieder. Man braucht ein Haus, ein Grundstück. Wir müssen Spenden sammeln und die reichen Leute der Stadt um Unterstützung bitten. Kennen Sie denn solche Leute? Sie sind doch noch so jung und unbekannt, Herr Wischer. Wischer, wer wird auf Sie hören und Ihr Projekt unterstützen? In der Bibel steht, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Schade, dass wir nur zu zweit sind, sonst könnten wir richtig toll Seilspringen spielen. Oh ja, das ist wirklich voll öde. Oh, hallo, wollt ihr mitspielen? Oh, ja, gerne. Nehmt ihr das Seil? Nein, lasst unseren Gästen doch den Vortritt. Der Kaiser von Rom, Napoleon Sohn, ist noch zum
Tische kommt rein, das Essen ist fertig. Erbsensuppe. Ach, wie schade. Ja, das hat Spaß gemacht. Ihr könnt doch mit uns zum Essen kommen. Oh ja, ich liebe Erbsensuppe. Ich habe heute auch noch gar nichts gegessen. Mama, dürfen die heute bei uns essen? Was, wie seht ihr denn aus? Sowas kommt mir nicht ins Haus. Trine, Tesch, mit solchen Kindern sollt ihr nicht spielen. Aber die sind doch so nett. Lass sie bitte einmal bei uns essen. Wir haben selber so wenig. Und ihr verzieht euch. Und lasst euch hier nicht mehr blicken. Manu. Komm, lass uns Wattewasser verkaufen. Wenn meine Familie mich gefunden hat, gibt es bei uns jeden Tag Erbsenzucker und du darfst immer bei uns essen. Das ist so lieb von dir. Sag mal, was hast du eigentlich im Gesicht? Ach, die Frau Gerhard war gestern so betrunken. Sie hat behauptet, ich hätte ihr Geld weggenommen. Habe ich aber gar nicht. Sie hat mich trotzdem geschlagen. Du Arme. Sieh mal, wer da kommt. Ist das nicht Karl aus der Bäckergasse? Haben sie dich nicht neulich gefasst und ins Gefängnis gesteckt? Ja, die haben mich sogar angekettet, aber ich konnte mich trotzdem befreien und bin in einem günstigen Moment einfach abgehauen. Und den Wachmann hat er ordentlich als übergebraten. Wir sind die coolsten Jungs in dieser Stadt. Jeder hat es weg, ich schwöre dir das. Wir sind Buhmann und voll der Kinderschreck. Pass dich gut auf, sind deine hübschen Taler weg. Man kann uns nicht erwischen, wir sind schnell wie der Wind. Keine Kette kann uns halten, weil wir super clever sind. Wir haben keine Angst, denn wir sind nicht mehr klein. Und der Magen knurrt, da muss was rein. Wir sind Gangster, Herren, Gangster, die uns alles auf dem Wasser in der Nähe gefällt. Wir sind Gangster, Herren, wir nehmen was wir wollen und wir machen die Stadt für uns gleich. Was die anderen Leute denken, ist uns völlig einerlei. Ja, wir machen, was wir wollen, denn wir sind frei. Wir bohren in der Nase, bleiben abends lange wach. Wir rülpsen nach dem Essen und klettern aufs Dach. Wir schlafen unter Brücken und das macht uns nichts aus. Denn die Straßen dieser Stadt sind unser Zuhause. Keiner, der sich kümmert, keiner, der uns mag. Darum kümmern wir uns selber, Tag für Tag. Wir sind Gangster, bei deiner Familie? Nein, da würde mich die Polizei ja sofort finden. Ich bin mal hier, mal da. Sieh mal, Lotte, da kommt das vornehme Fräulein von neulich. Marie, Lotte, da seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht. Brauchen Sie so dringend Wasser? Hier, frisch aus der Alster. Nein, danke, ich brauche kein Wasser. Ich möchte euch einladen. Da 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 da
Hey, halt, stopp! Das ist Bananenessen! Hey, bleib still! Oh. Es hat Karl und seine Bande. Nichts ist vor denen sicher. Die klauen wie die Raben! Sowas. Sie wollten uns einladen? Ach ja, ich möchte euch in die Sonntagsschule einladen. Ich bin da jetzt Lehrerin. Dort könnt ihr lesen und schreiben lernen. Der Unterricht ist immer Sonntagnachmittag. Ach, das ist doch bestimmt wieder was nur für Jungs. Nein, auch für Mädchen. Oh ja, Marie. Ja, das machen wir. Sonntags dürfen wir eh kein Wasser verkaufen. Frau Böhmel. Aber Wichern, was ist denn los? Sie sind ja ganz außer Atem. Es klappt. Was klappt? Das Rettungshaus. Wir können schon bald anfangen. Der Herr Sieviking hat uns ein Haus und ein Grundstück zur Verfügung gestellt. Und Spenden habe ich auch schon ganz viele gesammelt. Der Herr Hutwalker hat eine riesige Summe zugesagt. Aber das ist ja wundervoll. Herr Wichern. Ja, es ist ein Geschenk des Himmels, Frau Böhmel. Das wollte ich Ihnen eigentlich nur kurz mitteilen. Demnächst wird es ein Treffen geben, um alles weitere zu besprechen. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie da kommen könnten. Aber sicher. Nun, denn dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Was ist denn? Ach, nichts. Es geht um ein Rettungshaus für arme Kinder. Sie können dort wohnen und lernen. Dann können sie ein besseres Leben führen, wenn sie erwachsen sind. So, wie Karl und seine Bande für solche Kinder? Diese miesen kleinen Diebe. Ja, genau für solche Kinder. Kann ich denn da auch wohnen? Bei uns ist es immer so eng und kalt und nie gibt es genug zu essen. Nein, das ist nur für Jungen. Immer ist alles nur für Jungen. Aber die Sonntagsschule ist auch für Mädchen. Yeah.
Ich hoffe, ich sehe euch dort nächsten Sonntag. Auf jeden Fall. Wir kommen. Tschüss. Tschüss. Was glaubst du? Die ist doch total verliebt in den Typen, oder? Aber sowas von. Bevor wir jetzt alle nach Hause gehen, möchte uns noch Johann Wichern erzählen, wie es seinem Rettungshaus geht. Danke, Herr Pastor. Liebe Gemeinde, ich möchte allen von Herzen danken, die unser Rettungshaus unterstützen. Seit 2 Jahren gibt es jetzt schon das Raue Haus. Das klingt ja, wenn es ganz schön rau bei Ihnen zugeht. Sie haben wohl viel Ärger mit den verwahrlosten Jungen. Oh nein! Das Haus, das uns zur Verfügung gestellt worden ist, hieß vorher schon so. Es hat nichts damit zu tun, dass es bei uns rau zugeht. Im Gegenteil, die Kinder werden hier nicht mit Strafe, sondern mit Liebe erzogen. Geht das denn bei solchen Kindern? Oh ja, sehr gut. Und das, obwohl viele der Jungen eine kriminelle Vergangenheit hatten. Einige haben sogar schon im Zuchthaus gesessen. Aber wer zu uns kommt, dem ist alles, was vorher war, vergeben. Die Kinder können bei uns ganz neu anfangen. Das klingt ja spannend. Was machen denn die Jungen bei Ihnen? Am Anfang haben wir alle gemeinsam das Haus und das Grundstück wieder auf Vordermann gebracht. Es tat den Jungen so gut, zusammen an einem Projekt zu arbeiten. Das ist ja nicht zu fassen. Wie viele Kinder leben denn bei Ihnen? Am Anfang konnte ich nur 12 Jungen aufnehmen. Aber jetzt habe ich mehrere Gehilfen. Mittlerweile sind es 36 Jungen. Meine Güte, Herr Wichern, das sind ja ganz schön viele. Ja, und bald werden wir noch ein weiteres Haus bauen und mehr Kinder aufnehmen können. Dann wird es ein richtiges Rettungsdorf werden. Oh, wie schön, dass Sie sich um diese Kinder kümmern. Das ist eine tolle Arbeit, die Sie da machen, Herr Wichern. Ja, danke. Frau Böhmel, ich möchte Sie gerne noch sprechen. Aber gerne, Herr Wichern. Ich freue mich, dass Ihre Arbeit mit dem Rettungshaus so erfolgreich ist. Wie ich höre, sind aus vielen Distelkindern bereits Lilienkinder geworden. Ja, wo Sie gerade Blumen erwähnen, also das ist jetzt keine Distel, aber auch mit Dornen, aber sehr viel schöner. Eine Rose für Sie. Es tut mir leid, dass sie so mitgenommen aussieht. Oh, vielen Dank, Herr Wichern. Und dann wollte ich Sie, ich meine, dich, wenn ich so sagen darf, Amanda, wir könnten doch eigentlich auch du sagen, oder? Sehr gerne, Johann. Ja, ich wollte... Frau Böhme! Frau Böhme! Aber Marie, Lotte, was ist denn los? Die Frau Gerhard, bei der ich wohne, ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Ich habe sie dann heute Morgen überall gesucht
Und dann... Sie lag tot auf der Straße vom Gasthaus unten am Hafen. Aber das ist ja furchtbar. Was soll denn jetzt mit mir werden? Jetzt habe ich niemanden mehr. Wie soll es jetzt noch weitergehen? Ich bin ganz alleine und kann keine Lösung sehen. Wo soll ich jetzt hin? Wo kann ich schlafen in der Nacht? Wo kann ich noch bleiben? Wo werde ich jetzt zu Hause gibt es auch nur Prügel und Streit. Weißt du was, Lott? Wir laufen einfach zusammen weg. Ja, das machen wir. Oh nein, das könnt ihr doch nicht machen. Zwei so kleine Mädchen wie ihr. Vielleicht könnten Lotte und Maria zu uns ins raue Haus kommen. Aber da werden doch nur Jungen aufgenommen. Das liegt daran, dass wir bis jetzt nur Männer haben, die sich um die Kinder kümmern. Aber das könnte sich ja bald ändern. Denn ich wollte dich fragen, ob du, Amanda, meine Frau werden möchtest. Ja, Frau Böhme. Sagen Sie ja. Ich muss dich allerdings warnen, das wird kein leichtes Leben. Wir haben eine große Aufgabe vor uns. Ich weiß. Weil mir ein ruhiges Leben nicht wirklich gut gefällt, weil ich was ändern möchte in dieser grauen Welt, weil du ein gutes Herz hast und ich dich gerne mag. Ist es auch ganz klar? Ich sag ja. Keine Langeweile, immer was zu tun, nicht alle Minute und sich aussuchen.
Schnick, schnack, schnuck. 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 Schau mal, sind das nicht Schneeflocken? Tatsächlich, es fängt an zu schneien. Lass mich auch mal schauen. Toll. Dann können wir ja bald eine Schneeballschlacht machen. Und einen Schneemann können wir dann auch bauen. Aber komisch, dass es schon schneit. Es dauert doch noch so lange bis Weihnachten. Weihnachten ist schon in 10 Tagen, du Dummkopf. Gar nicht wahr. Es sind noch mindestens 3 Wochen, denn heute ist ja erst der 1. Advent, du Weihnachtsmann. Selber Weihnachtsmann. Ihr seid ja total voll blöd. Bloß, weil es schneit, heißt es noch lange nicht, dass es bald Weihnachten ist. Das nervt, wie ihr immer streitet. Gestern habt ihr euch so lange um das letzte Apfelstück gestritten. Und außerdem ist Weihnachten in 4 Wochen. Nein, 10 Tage sind es noch. Habe ich doch gerade schon gesagt. 10 Tage, das reicht nicht. Denk doch nach. Kannst du mich rechnen? Ruhe! Warum schreit ihr euch? Herr Wichern, wir freuen uns alle so sehr auf Weihnachten. Wir sind schon ganz aufgeregt. Aber wir wissen nicht genau, wie lange es noch dauert. Das habe ich schon gemerkt. Letztes Jahr habt ihr auch die ganze Zeit nachgefragt. Deswegen habe ich mir was überlegt. Habt ihr euch ja nicht gefragt, was hier dahinter versteckt ist? Karl Fritz kommt und hilft mir mal. Seht mal, ich habe aus einem alten Wagenrad einen Kalender für die Adventszeit gebaut. Jeden Sonntag können wir eine große weiße Kerze anzünden und für die Tage dazwischen gibt es die kleinen roten. Jeden Tag dürfen wir eine Kerze mehr anzünden. Jetzt dürfen wir die erste Kerze anzünden und zwar eine weiße, denn heute ist nämlich der 1. Advent. Da können wir an der Kerze genau abzählen, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind. Toll! Eine Weihnachtstage-Abzählmaschine. Stimmt, aber ich nenne es lieber Adventskranz. Das ist kürzer. Ihr kennt ja schon meine Frau Amanda. Weil sie jetzt hier wohnt, können auch Mädchen im Rauenhaus aufgenommen werden. Das sind Lotte und Marie. Heute Abend werden sie zusammen mit uns essen. Aber danach werden sie in eine eigene Mädchengruppe wohnen. Sie werden in das Haus ziehen, das wir in den letzten Wochen neu gebaut haben. Wie gefällt es euch hier? Hier ist alles so schön sauber und ordentlich. Mir ist aufgefallen, dass es hier gar keinen Zaun gibt. Und die Türen sind auch immer offen. Wie schaffen Sie es dann, dass alle hier bleiben? Das hast du gut beobachtet. Hier wird niemand festgehalten. Das, was uns verbindet, ist die Liebe untereinander. Sogar Karl ist hier. Der läuft doch sonst überall weg. Hier werde ich nicht mehr weglaufen. Hier ist jetzt mein Zuhause. Manchmal gibt es zwar viel Arbeit und immer muss man lernen und so, aber es ist richtig toll hier. Es gibt auch immer genug zu essen. Das Gemüse bauen wir selber im Garten an. Und wir haben sogar Hühner, einen Esel und eine Kuh. Und jeder hat ein eigenes Bett, das er sogar selbst gebaut hat. Das hat richtig Spaß gemacht. So, jetzt haben wir aber genug geredet. Wir wollen uns an den Tisch setzen und gemeinsam essen. Lass uns zusammen das Tischgebet sprechen. Danke, lieber Gott, dass du uns hier zusammengeführt und so reich beschenkt hast. Amen. Lotte, was ist denn? Früher habe ich immer davon geträumt, dass meine Familie mich findet. Dass ich nicht mehr so alleine bin und mit allen gemeinsam am Tisch sitze. Und jetzt?
Jetzt habe ich meine Familie gefunden. Wir sitzen hier zusammen und es geht uns gut. Denn sehr liebe Menschen gaben uns neuen Mut. Sie schenkten uns Vertrauen, halfen in der Not. Jetzt sind wir hier zu Hause und wir teilen. Schade, dass wir das jetzt nicht machen können. Okay. Wegen Corona.
Schade, dass wir das jetzt wegen Corona nicht machen. Schade, dass wir es jetzt... Tag für Tag. Schritt für Schritt. Cut. Und jetzt gib das mal in die Hand. Au! Cut. Probiert mal euer Glück. Besser? Kamera. Ja, jetzt hast du das Ganze abgeschaltet. Schieß mal eine die Torbe. Kamera 2 läuft. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Kamera läuft nicht. Der Hutwackler hat uns eine riesige Summe zugesagt. Weißt du was, Ma? Oh, warte. Dich fragen. Ob du, Amanda, meine Frau werden möchtest. Was ist mein Text? Weil wir brauchen ja jetzt... Ja. Und 1, 2, 3, 4. Toll, eine Weihnachtsabzählmaschine. Tagabzählmaschine. Früher habe ich immer davon geträumt, dass mich meine Familie findet. Und wir alle gemeinsam am Tisch sitzen und zusammen essen. Cut.